Da war der Part letztes Mal wirklich ein bisschen zu knapp. Wir müssen noch das Finale schauen von den Blutelfen-Kampagnen, nämlich Killians Befehl. Oh Mann. So, kurze Zeit später, also nachdem wir die Schwarze Zitadelle erobert haben, als Ilan gerade seinen Triumph genießt, genau, bricht plötzlich ein heftiger Sturm aus Feuer und Zorn über die Schwarze Zitadelle hinein. Oh, herein. Woher kommt dieser Sturm? Lasst den Korbhunden nahe! Etwas Schreckliches rückt näher! Törichter kleiner Bischling! Ihr habt den Frostthron nicht empfohlen zerstört. Und ihr dachtet, in dieser trostlosen Einöde könntet ihr euch vor mir verstecken. Ich hätte euch für schlauer gehalten, Illidan. Kyrjed, ich wurde lediglich aufgehalten. Ich wollte meine Streitmacht aufstocken. Der Lichtkönig wird vernichtet. Ich verspreche es. Wirklich? Immerhin scheinen die Diener, die ihr um euch geschart habt, vielversprechend zu sein. Ich gebe euch eine letzte Chance, Illidan. Zerstört den Frostthron oder zieht meinen ewigen Zorn auf euch. Vielleicht war es nicht die klügste Entscheidung, mich hier zu verstecken. Aber die Mission liegt klar vor uns. Werdet ihr mir ins kalte Herz des Todes selbst folgen? Die Naga stehen euch zur Verfügung, Lord Illidan. Wohin ihr geht, folgen wir euch. Die Blutelfen sind euch ebenfalls zu Diensten, Meister. Wir jagen die Geißel vor uns her und zerschmettern den Frostthron wie befohlen. Ja, dann gehen die nach Northrend. Wo ich aber gerade ein bisschen seltsam finde, warum macht Killian den Frostthron nicht selber kaputt, wenn er so mächtig ist? Nun ja, damit kommen wir zur letzten Kampagne. Na gut, die Bonuskampagne lassen wir erstmal außer Acht. Vermächtnis der Verdammten, die Untoten. Und ja, ihr seht schon, sie ist ziemlich lang. Da sind eine Menge Cutscenes dabei, also diese Interludes, wie auch immer. Die sind, ja, Cutscenes halt. Lass es mich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe, weil es ist nicht gerade einfach. Also kein Ding, kein Ding, knifflig, kein Ding, knifflig, knifflig, kein Ding. Naja, schwer. Alles in allem, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier so alles schaffe. Aber wir probieren es erstmal aus, würde ich sagen. Wir fangen mit Kapitel 1 an, König Arthas. Ach ja, da war ja was. Denn wir sind jetzt wieder in Lordaeron, das nicht mehr so ganz so toll aussieht. In der Hauptstadt Lordaerons besprechen Archimons Schreckenslords in der Nähe der zerstörten Palastgärten die Pläne, die sie für die Geißel haben. Naja, wie gesagt, wir sind ja nach der Schlacht vom Berg Hyjal. Und die Schreckenslords sind ja Agenten von der Brennenden Legion gewesen, die über die Geißel herrschen sollen. Naja. Seit Monaten haben wir nichts mehr von Lord Archimond gehört. Ich habe es satt, diese verwesenden Untoten zu hüten. Was machen wir noch hier? Wir haben die Aufsicht über dieses Land, Deserok. Es ist unsere Pflicht, hier auszuharren, bis die Geißel einsatzbereit ist. Stimmt. Aber inzwischen hätten wir irgendwelche Befehle bekommen sollen. Die Legion wurde schon vor Monaten besiegt. Das müssen Sie doch wissen. Schwer zu sagen. Aber je länger sie das Kommando haben, desto mehr wirtschaften sie die Geißel herunter. Was? Wer könnte denn wohl? Seid gegrüßt, Schreckenslords. Ich möchte euch danken, dass ihr in meiner Abwesenheit mein Königreich behütet habt. Aber ich bedarf eurer Dienste nicht länger. Prinz Arthas, dieses Land gehört uns. Die Geißel gehört der Legion. Jetzt nicht mehr, Dämon. Eure Meister wurden besiegt. Die Legion ist am Ende. Euer Tod wird den Kreis schließen. Niemals! Es ist noch nicht vorbei, Mensch. Wir wussten, ihr würdet zurückkehren, Prinz Arthas. Ich bin zurückgekehrt, Lich. Doch ihr werdet mich mit König ansprechen. Immerhin ist dies mein Land.
Nun müssen wir das Land sichern, indem wir die letzten Menschen ausrotten. Aber mein König, die Menschen verlassen bereits ihre Dörfer. Sie fliehen zu den Gebirgstässen. Wenn sie die Berge entkommen, ist es unmöglich, sie alle zur Strecke zu bringen. Dann müssen wir sie abschlachten, bevor sie entkommen. Ihr Tod wird ein angemessener Tribut für Ner'zhul sein. Ach, schon eine geile Mission. So, das Interessante an dieser Mission ist, wir haben ganze 3 Basen. Wahnsinn, wa? Ganze 3 Stück, kein Scherz. Und jede Basis hat verschiedenste Einheiten. Die rastlosen Toten sollen dienen. Wir werden aber Folgendes machen. Was machen wir denn? So, wir sollen ja die ganzen menschlichen Dörflein hier vernichten, also alle hier so in der Umgebung. Oh. Und Ghouls, sowieso nicht. Stoppt sie, bevor sie den Pass erreichen. Sprecht, Dummkopf. Wie gesagt, die wollen halt abhauen, wir müssen das verhindern. Dürfen nicht so viele entkommen, aber mal ganz unter uns. Schwer ist es nicht. Es gibt nur ein paar Sachen, auf die man achten muss. Erstens die Verbündeten. Ich kann mich ja nicht mal alle auf einmal kümmern. Die müssen halt, ja, halt die ganzen Linien halten. Und ich gehe dann größtenteils mit einer Streitmacht von hier aus zum Angriff über. Muss ich jetzt nur genau gucken, wie ich das dann mache. Was sind das denn Opferschädel? Als Zeugnisziege wird in den großen. Okay. Boah. Was ist das diesmal? Wir sind ja Stufe 10, insofern. Kalitusat haben wir ja wieder. Ist etwas nicht in Ordnung? Und Sylvanas haben wir auch noch. Die war ja damals. Ich weiß nicht, ob es. Ja, theoretisch müsst ihr euch noch daran erinnern. Die haben wir damals umgenietet und als Untote wiederbelebt. Und hier spielt sie eine gute Rolle. Eine deutlich größere Rolle als davor. Was ich auch gut finde, dass sie jetzt hier wieder eine Rolle spielt. So, mal kurz gucken, reicht das? Ich habe nachgedacht. Die Menschen nähern sich dem Pass. Ah, mal gucken, ob die es so schaffen. Ja, das sieht aus. Das sieht in Ordnung aus. War doch, das passt. Dann sollte das hier auch passen. Das heißt. Wir werden hiermit die Offensive machen. Sprecht, Dummkopf. Sicherheitshalber setze ich mir trotzdem ein paar so als Deckung hin. Und da tut er mal mit meinen Ghouls in alle Ruhe mal was erforschen. Hießen sie Ghouls? Ne, Schemen hießen sie, verdammt. So, hier ist das erste Lager. Das dürfte nicht sehr schwer werden. Guck mal, was hier auch ausreicht. Ja, doch, das passt. Wie gesagt, Basisbau haben wir hier nicht. Was geht denn da ab? Ach, guck mal an. Arthas, ihr tragt eures Vaters Krone, als hättet ihr sie euch verdient. Mich könnt ihr töten, doch meine Brüder werden euch immerzu jagen. Zu glauben, dass einer von euch die erste Säuberung überlebte. Einerlei. Ab morgen existiert euer selbstgefälliger kleiner Orden nicht mehr. Das ist schon besser. Tötet die Menschen! Lasst sie nicht entkommen! Boah, das passt ja auch schon. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Jetzt, Frostmoon! So. Schluss mit der Scheiße hier. Jetzt, Frostmoon. So, wir müssen ja nur die ganzen Höfe vernichten, damit von hier aus keine weiteren Flüchtlinge mehr kommen.
Wir könnten noch zwei Ghouls ausbilden. Was wir machen. Bis Kanonenfutter halt. So, die müssen wir nicht zerstören. Hat Hunger. Das ist schon besser. Dann greifen wir mal die hier alle an. Achso, ein Priester ist das da. Ist ja klar, wir müssen erst ummieten, ne? Die Menschen nähern sich dem Pass. Haltet sie auf. Werden ja auch immer mehr von denen. Endlich. Na, aber Milizen. Das ist schon besser. Keine wirkliche Bedrohung. Ach, guck mal eine an. So, eine Sache fand ich in Warcraft 3 immer ein bisschen doof. Naja, als Mensch, sag ich jetzt einfach mal, bin ich nicht so ein Fan von den Untoten gewesen und fand es irgendwie scheiße, dass die Untoten am Ende irgendwie mal als die Sieger rausgehen. Endlich. Aber bedenke, Warcraft 3, ich habe die Menschenkampagne gespielt. Danach kamen die Untoten, die die gesamten Menschen ausgerottet haben. Jetzt kommt die Untotenkampagne beim Addon hier wieder zum Schluss. Es gibt quasi keine Menschenkampagne. Und ich schlachte die gesamten Menschen ab. Naja, gut. Ist jetzt geschichtsabhängig, wie halt Blizzard das Ganze so gliedert. Aber, naja, ich habe mir was anderes vorgestellt. Aber egal, trotzdem ist es ein schönes Spiel. Nenne ich es hier... langsam. Ach, du kannst auch fressen. Interessant. Was liegt an? Unsere Brüder brauchen Hilfe. Brauchen sie nicht. Milizsperrträger. Ey! Da wäre er durchgekommen. Was ist das diesmal? So. Ah, endlich. Jetzt Frostmourne. Huch. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Milizbefehlshaber. Ist klar, Freundchen. Niemand erteilt mir Befehl. Na gut, die Ghouls sind ja sowieso nur Kanonenfutter. Für den Lichtkönig. Könnte ich aber trotzdem mal hier zulegen. Vorsicht. So, ich weiß ja nicht, wie ihr die Mission hier spielt, aber wie gesagt, ich mache es eigentlich, oder ich, ja, man sieht ja, wie ich es hier mache. Zwei Orten nur verteidigen und aus einem Ort mache ich alles kaputt. Ah, sind schon da. Jo, dann machen wir erstmal hier alles kaputt. Ah, der schon wieder. Jetzt Frostmourne. Frostmourne hat errichtet mehr Zivilplatz. Jetzt Frostmourne. Oh, und der nervt auch noch, weil er Stufe 3 Lichter hat, ey. Ah, stirb. Endlich. Na, jetzt geht das auch noch los. Tötet die Menschen. Lasst sie nicht entkommen. Frostmourne. So, Freundchen. Jetzt. Das ist schon besser. Nö, ihr frisst eine Menge. Sollt euch auch heilen, ne? Stoppt sie, bevor sie den Pass erreichen. So, genügt das? Ja, doch. Niemand erteilt mir Befehle. So, zwei Dörfer haben wir weg. Vorsicht. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir kümmern uns mal um die Paladine, weil ich keinen Bock mehr auf die habe. Frostmourne hat Hunger. Muss mal gucken. Oh, es kommen keine durch. Ja, wobei, hier bin ich mal so ein bisschen in Sorge. Weil Sylvanas ja nicht gerade die besten Einheiten hat. Aber ein Level-Up kriegt sie immerhin.
Kann man eigentlich mal gucken, was hat sie eigentlich so für Fähigkeiten? Was ist denn das? Na, machen wir erstmal mehr Schaden. Oh. Nicht überziehen hier.